Ja, und hier ist auch schon die Außenstelle von OE24. Und von wo melde ich mich? Natürlich vom Machfelderhof. Das ist nämlich quasi die Innenstelle für die Society. Und heute ist ein ganz besonderer Abend, denn Janine und Friedrich Schiller ehren heute mit uns alle gemeinsam Peter Patzak für 50 Jahre Film, Regie und Produzententum. Und da freue ich mich wirklich schon sehr. Und wenn man jetzt so in die Tischgänge hier schaut, ja, da sehen wir schon sehr, sehr viele Prominente hier. Naja, und ich muss natürlich jetzt gleich einmal anfangen mit unserer lieben Gastgeberin, Janine Schiller. Eine Society-Ikone, sage ich jetzt einmal. Doch, Charity-Ikone. Liebe Janine, wie kamst du überhaupt dazu, dass ihr auf die Idee kamt, Peter zu würdigen? Du wirst später hören, dass ich meinen ersten Werbefilm für den ORF Peter Patzak Regie geführt hat. Was war das für einer? Das wirst du dann hören. In welcher Szene hat man dich gesehen? Vielleicht kann man ja dann Rückschlüsse ziehen. Ich habe die Werbung gemacht. Sag mal, wenigstens das Produkt. Du musst dir nicht sagen, welche Marke. Dann später. Ja, es ist da sehr hartnäckig. Also wenn es um Geheimnisse bewahren geht, Janine kann es. Ich übrigens auch, ja. Nein, nein, wir können schon gute Geheimnisse bewahren, oder? Mehr ich als du. Naja. Ja, ja, schon, schon. Und was verbindet dich jetzt mit Peter Patzak? Also sehr viel Respekt, weil ich meine, das ist ja echt eine Ikone. Eine Ikone. Ja, und wir haben ja nicht sehr viele berühmte Filmregisseure in Österreich. Und er zählt sicher dazu, wenn ich denke, die legendäre Serie Kottan. Ja, 7 Jahre Kottan, ein Kultereignis eigentlich. Ja, unser Fescher Peter Patzak, 50 Jahre Filmkultur steht jetzt quasi hier vor mir. 50 Jahre bist du schon eigentlich filmschaffend unterwegs. Und jeden Prominenten, den ich heute hier Abend gefragt habe, sagt natürlich sofort Kottan. Ja, das ist klar. Das war ja auch das populärste und das immer wieder gezeigte. Und hat ja auch wirklich Sehgewohnheiten verändert und Autoren und Filmemachern Mut gemacht. Und es gibt ein Zitat von einer legendären Figur des ZDFs, die gesagt hat, der Kottan hat das Fernsehspiel ein bisschen verändert. Das meine ich auch. Interessant finde ich auch, dass nämlich altersübergreifend von ganz jungen, also ich spreche jetzt auch von meiner Tochter zum Beispiel, ja, Mitte 20, von ganz jungen bis zu der älteren Generation einfach Kottan gerne, sehr, sehr gerne gesehen wird. Auf was führst du das zurück? Naja, es ist wirklich angstfrei erzählt und heute glaubt man ja, dass man Publikum bekommt, oder man könnte auch sagen Wähler, indem man Angst macht. Nein, man muss die Angst nehmen. Und die Figuren agieren problematisch innerhalb ihrer Sorgenwelt, aber angstfrei. Und das ist das Wesentliche und das ist das Positive. Und jetzt sagen wir noch ganz kurz, wo kommen dir die besten Ideen? In der Badewanne, beim Laufen, in unserem gemeinsamen Wohnzimmer, wir sind ja beide Klosterneuburger, in unserem gleichen verlängerten Wohnzimmer quasi, bei unseren Italienern, wo kommen dir die besten Gedanken? Na, eigentlich im Atelier beim Malen und Zeichnen, weil da ist die größte Ruhe. Und da ist so eine fokussierte Konzentration auf ganz was anderes. Und im zweiten Band überlegt man sich dann was. Peter, ich wünsche uns allen, ja, ich meine, ich wünsche es nicht nur dir, ich wünsche uns allen, dass du weiterhin einfach so unglaublich vielfältige, tolle Ideen hast, weiterhin so kreativ bist, dass du uns weiterhin so wahnsinnig schöne Filmgeschenke machst. Ich danke für den Wunsch. Danke, Peter Patzak, kann ich nur sagen.